Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Ja, wir haben gestern unseren zweiten Baumtyp gepflanzt und haben als Aufgabe für heute oder als Ziel für heute den dritten Baumsamen zu pflanzen. Ich habe mir allerdings überlegt, wir haben ja noch den Baumsamenstreuer Stufe 2 und den gibt es für besonders viel Sauerstoff. Sauerstoff steigt zurzeit relativ langsam. Und da haben wir ja die Steigerungsquote. Und man sieht, da geht noch mehr. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir schauen nochmal, dass wir nochmal eine Sauerstoffrakete platzieren. Haben wir gestern auch dafür gesorgt, dass wir mehr Algen bekommen. Das heißt, wir können auch mehr Mutagen und allen so ein Kram herstellen. Das ist wirklich so ein großes Wasser da hinten. Ich wusste gar nicht, dass das so zusammenhängend ist. Ich dachte, das wären kleinere einzelne Seen. Gut. Das hat man gestern auf der Map gesehen. Das heißt, wenn wir eine Sauerstoffmultiplikator wäre diese, eine Saatstreuerrakete, brauchen wir also wieder Bakterien, Mutagen und ja, den anderen Kram. Algen müssten wir hier drin jetzt genug finden. Na, das brauchen wir eigentlich. Wir brauchen 6 Algen für die Bakterienprobe, 6 Algen für die zweite Bakterienprobe, weil wir ja 2 Bakterienproben brauchen. Wir haben ja schließlich, aus einer müssen wir ja Mutagen machen. Ich glaube aber, wir haben noch was im Schrank oben. Lass mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das reicht sogar schon. Und hier wachsen die Bäume. Wenn wir schon mal hier sind, werfen wir einen Blick hier drauf, 67%. Gucken wir mal, wo es uns hinführt. Oh, jetzt finden wir unseren Eingang hier gar nicht mehr. Der Eingang durchs Biodome, der wird jetzt zugewuchert durch die Bäume. Hat auch was. Da nehme ich gleich mal eine Baumrinde mit. Und was braucht man noch? 2 Superlegierungen brauchten wir. Und ich glaube einmal Schwefel für das Mutagen. Ne? Wasser braucht man noch. 3 Wasser. Nehme ich da alle 4 mit. Pilze wollte ich auch umpflanzen, weil wir Pilze für den Kunststoffklumpen hier, Biokunststoffklumpen brauchen. Ja, hier hätten wir auch noch genug Algen gehabt. Aber so ist es besser. Gut, das heißt erstmal die Bakterienprobe. Und ja, Wasser. 3 Wasser passt. Und einmal die Bakterienprobe Nummer 2. Und aus einer davon können wir jetzt Mutagen machen. Da brauchen wir noch die Methankartusche. Die haben wir auch hier oben schon rumliegen. Da haben wir das Mutagen fertig. Dann brauchen wir noch ein Triebwerk. Da habe ich auch noch eins, denke ich, irgendwo. Ich hätte gedacht, ich habe noch eins. Hier. Liegt ja auch alles durcheinander. Verdammt. Also, Raketentriebwerk. 2 Superlegierung, eine Baumrinde. Ein Mutagen, eine Bakterienprobe. Ist das schon alles?
Wir werden es ausprobieren. Was anderes bleibt uns ja schließlich nicht übrig. Oh. Daneben gesprungen. Ja. Und da steht sie wieder. Warte, dass man die nicht von Ferne zünden kann, von da drüben. Meine Basis ist so klein. Hätte man noch einen Türmchen draufbauen können. Aber dafür gab es keine Notwendigkeit und so groß sind ja die Bäume. Ja, von hier oben kann man auch die Bäume sehen. Ja, schön. Wirkt ein bisschen winzig. Oh, jetzt verdunkelt sich erstmal der Himmel. Dann würde ich jetzt mal die Rakete nicht starten, sondern erstmal gucken, was passiert. Okay, da fällt wieder was vom Himmel. Was ist es diesmal? Blau, sieht nach Osmium und Schwefel aus. Ich gehe erstmal zurück in die Basis. Wegen Sauerstoff. Und dann warten wir noch diesen Meteoritenschauer ab. Da liegen sie. Da hinten auch. Das holen wir uns gleich als erstes mal. Ist noch gar nicht fertig gewesen. Nehmen wir gleich alles mit, was wir hier sehen. Dann müssen wir es halt einlagern. Daran. Müssen wir später nochmal wiederkommen. Schwefel, kommst du da schon ran? Ne? Du nimmst erstmal den mit. So, wo war es noch? Es war doch noch mehr. Ach, dort ist noch eins. Ja, die Materialbeschaffung gehört natürlich auch mal mit dazu, dass man hier durch die Gegend fliegt. Das stört aber nicht. Lithium, okay, das hat so blau geleuchtet. So, gucken wir mal, ob hier drüben noch was frei geworden ist. Ah.
da liegt noch was. Oh. Das Sauerstofflevel war ziemlich niedrig geworden. Und dann kannst du noch was essen. So. Oh, jetzt sehen sie aber schon schön aus, die Bäume. Das hat schon ein bisschen Urwaldcharakter. Sind sie schon bei 100%? Ja, 100%. Also hier vorne der Bereich, ne, der hat schon ein bisschen Urwaldcharakter. Da hinten ist es ein bisschen vereinzelt, aber hier, wo sie so dicht stehen, hat was. Gut, wo ist denn jetzt noch was? Hier liegt noch eins. Na, lass mich mal durch da. Magnesium noch, ja. Ja, ich würde sagen, wir haben alles. Und dann schauen wir noch mal kurz, dass wir den Fortschritt sehen. Wir sind jetzt bei Sauerstoff 567.000 PPQ. Also Parts per... Das ist Q für eine Einheit. Quadrillion oder sowas, keine Ahnung. Und dann... Da fliegt sie und sie fliegt und fliegt und fliegt. Und im Ergebnis kommen wieder viele grüne kleine Partikelchen nach unten. Das sieht man natürlich durch die Scheibe immer nicht ganz so gut, weil das ja schon alles blau verfärbt ist. Ja. Und jetzt sehen wir, es sind 756, also es hat ungefähr 200.000 gebracht beim Fortschritt. Ja, da müssen wir noch eine ganze Menge Raketen hochjagen, bis das ordentlich funktioniert. Aber auch der Baumsamenstreuer, den wir als nächstes bauen wollen, da ist der Baumsamen Soleus, bringt ja auch wieder Sauerstoff. Ne? Und durch den Multiplikator steigt das dann auch wieder deutlich. Wir müssen aber mal schauen, dass wir genug Strom haben, denn wir haben ja noch 71.000 und der Blumenstreuer, oh, der braucht viel, wo ist denn der Baumsamenstreuer? 62, oh, der braucht schon mehr als wir haben. Wenn wir jetzt noch einen Generator, einen Reaktor bauen, hier ist er, Kernreaktor. Wassersuperlegierung ist kein Problem, Uranstab könnte zum Problem werden. Obwohl, ich habe zwei Uranstäbe schon da. Ah, na gut, okay. Dann musst du natürlich auch mal ein bisschen aussortieren vorher. Oh, schon voll. Hm. Schon voll.
Gut, 4 Uran. 9 waren es, glaube ich, immer noch. Da haben wir 3 Uranstäbe. Dann erzähl mal. Achso, brauchen wir ja gar nicht dorthin gucken, können wir ja hier machen. 3 Wasser. 3 Wasser kriegen wir bestimmt zusammen. Superlegierung Schwarzpulver. Wie macht man denn Schwarzpulver? Zwei Schwefel, ein Iridium. Halt, bist du hochgegangen statt runter. Zwei Schwefel, ein Iridium. Iridium haben wir hier. So, hier. Da haben wir Schwarzpulver. Und eine Superlegierung. Oder? War es eine? Ja. Ja, da haben wir es doch. Ne. Hier hin. Und Schwarzpulver. So. Wieder eine neue Bohne fertig. Wunderbar. Den stellen wir da hinten mit auf, würde ich vorschlagen. Dort, wo schon die anderen Generatoren stehen, hier einfach wild in die Landschaft. Richtig Bad Energie haben. Ah, schön. Gut. Bis wir den Baumsamensteuer brauchen, brauchen wir 7,5 ppm Parts per Million ist das dann wahrscheinlich. Ja, das ist immer noch ein ganzes Stück weit weg. Also, Baumsamensteuer Nummer 1. Da ist er. Diesmal brauchen wir ein bisschen mehr Kleinkram. Bakterienprobe waren 3 Wasser und 3 Algen, richtig? Diesmal noch mal alle mit. Jetzt müssten wir aber schon einen kleinen Vorrat in unserem Schrank haben. Noch ein Wasser zum Mischen? Nein. Macht nichts. Haben wir hier oben. Ne, haben wir nie. Gut, was brauchen wir denn noch? Dünger brauchen wir. Dünger waren 2 Schwefel. Ne, 1 Schwefel und die 2 Auberginen, ne? Und 3 Algen. Da können wir zumindest schon mal den Dünger herstellen. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, Dünger haben wir. Den Biokunststoffklumpen, den gönnen wir uns nochmal aus der Reserve. Baumrinde haben wir unten, Superlegierung haben wir auch unten. Und für den brauchen wir noch ein paar Wasser, ne? Baumrinde. Und Superlegierung.
brauchen wir bloß die Bakterienprobe, da brauchen wir Wasser. Gibst du mir Wasser? Danke. Und damit können wir ihn bauen. Und dann brauchen wir natürlich noch den Baumsamen. Haben wir den schon einstecken? Ja, den haben wir. Baumsamen Soleus. Da wollten wir doch auch noch für den Pilz die ins beiden oder den Tier 2 Nahrungszüchter bauen. So, jetzt lass mal schauen. Wir werfen mal einen Blick auf die Map. Wir haben hier einen Baumsamenstreuer, der uns hier das Ufer begrünt. Wir haben hier einen Baumsamenstreuer, der das relativ dünn hier drüben gemacht. Dann haben wir hier die ganzen Blumenwiesen, Samenstreuer. Oh, guck mal, hier liegt noch was. Da würde ich sagen, gehen wir vielleicht hier an dieses Ufer, an diese Bucht und bauen dort, pflanzen dort die Bäume. Bauen dort den Baumsamenstreuer und da gucken wir mal, ob wir da nochmal hier dran vorbeikommen. Dass wir dort was einsammeln können, noch an Rohstoffen. So machen wir das. Da gehst du nochmal schnell was trinken. Prost. Gut. Irgendwo dahinter ans Wasser. Seht ihr? Da liegt's. Einmal Osmium. Ich hätte immer gedacht, dass wir so viele Ressourcen haben. Ich glaube, ich habe irgendwo so einen Osmium-Erzextraktor hingebaut in so eine Osmium-Höhle. Den brauchen wir gar nicht holen, weil uns die Meteoriten das direkt vor die Nase werfen. Gut, ich gehe hier ans flache Wasser. Nee, du solltest eigentlich das Eisen abbauen und nicht trinken. So ist richtig. Ja. Gut. Und da kommt der rein. Guck mal, da jetzt auch Sauerstoffgehalt 1,15 ppt oder das werden wahrscheinlich noch weniger. Aber mit den inzwischen 5000 Bonus, also den Multiplikator 5000%, da ist das dann auch wieder eine Größe, die sich hoffentlich bemerkbar macht. Gut, jetzt gucken wir mal, lassen wir den mal in Ruhe die Samen streuen. Und ich brauche noch den Nahrungspflanzer, den kann ich noch bauen. Aber dafür brauche ich glaube ich auch wieder Dünger. Von ungefähr 750. Jetzt sind es 800.000. Naja, hat auch was gebracht. Zum Herzen Stück für Stück. Ja. Ach so, das ist die Summe. Das heißt, das ist so viel, weil die 7 zusammen das verbrauchen. Ach, siehste, ich habe gedacht, das ist, als ich vor uns geguckt habe, dass einer von denen das verbraucht. Nee, das summiert sich auf. Alles klar. Dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Uiuiui. So, oben den Nahrungstisch, da brauchen wir Dünger, Superlegierung und Wasser. Dünger waren die zwei Auberginen, die brauchen noch eine Weile. Und da kann ich vielleicht in der Zeit noch ein paar Superlegierungen herstellen. Machen wir mal 3 Stück von jedem. 3 Titan, 3 Silizium, 3 Magnesium. Brauchen wir noch 3 Aluminium. Und 3 Kobalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, alle 6 Rohstoffe beisammen. Und
Und ein Osmium, das können wir auch noch aufräumen. So. Das isst du. Dünger war einmal Schwefel und zwei Auberginen, ne? Die nehme ich mal mit, weil ich ja jetzt oben im Schrank nichts mehr hatte als Reserve. So, die Auberginen sind noch nie fertig. Wo ist er? Bei 73%. Alles klar. Gut, wir haben die. Lass uns mal aufs Dach gehen, ein bisschen rausgucken. Wir könnten noch einen Baumsamen machen, dazu brauchen wir Mutagen. Da können wir noch eine DNA-Sequenz durchlaufen lassen für den anderen Baumsamen. Da hinten sieht man tatsächlich schon, dass ein paar Bäume wachsen. Das ist gut. Das ist ein bisschen enttäuschend wenig hier. Oh, guck mal, die Bäume reichen bis hier vor. Ach nee, das sind die von hier. Das sind die von dem. Ja, da hinten ist ein bisschen enttäuschend wenig. Egal. Jetzt regnet's. Wir haben einen Generator gebaut für mehr Strom, das ist notwendig. Die Rakete haben wir gestartet. Baumsamen. Eigentlich dreht sich gerade alles bei uns um Baumsamen. Und da kannst du nochmal gucken. Nimmst du nochmal ein paar Algen mit und machst Mutagen. Mit zwei Algen erzeugern hier. Da geht das auch ratzfatz. Was Mutagen, was brauchtest du denn da? Erstens brauchtest du eine Bakterienprobe. Methan brauchtest du, ne? Und Schwefel. Tarn hast du, Schwefel hast du, das kannst du dann unten holen, wenn du die DNA-Sequenz startest, musst du sowieso runter, da kannst du dir auch Schwefel holen. Denn den brauchst du für den Dünger. Gut. Und dann brauchen wir einen Samen. Welchen Samen? Schauen wir uns mal an. Also, wir haben jetzt den Soleus gepflanzt. Den Aemora können wir noch nicht herstellen. Da brauchen wir die Wollnusspflanze. Der bringt sogar Sauerstoffmultiplikator 150%. Schauen wir einen an. Und der auch. Okay, ich habe immer gedacht, die sind alle gleich. Aber ne, das Spiel... Tanzen zwei aus der Reihe. Orema-Pflanze. Haben wir die Orema-Pflanze? Die Orema-Pflanze ist auch irgendwas Besonderes, offensichtlich. Okay. Dann heißt das im Klartext, wir können die auch nicht herstellen. Das heißt, wir können noch die Elegea. Oder die Aleatus-Pflanze. Elegea, da brauchen wir Tusca-Samen oder Pestera-Samen. Was haben wir? Nehmen wir den. Gut. Nee, du brauchst doch Baumrinde. Und kein Schwefel. Was machst du denn? Ist ja komisch. Rinde brauchst du. Gut, los geht's. Kannst du machen. Was brauche ich? Ich brauche vor allen Dingen mal
Dünger und dazu brauchte ich die Auberginen. Da sind sie. Bogensicherheitshalber nochmal. Nahrungsfischer 2, Dünger und eine Superlegierung brauche ich. Achso, und drei Algen. Nur die hast du. Eine Superlegierung. Die hast du auch hergestellt. Und was noch? Eine Wasserflasche. Kannst du gleich erst noch was trinken gehen? Gut. Immerhin, eine Wasserflasche war da. Ja, ich könnte noch einen zweiten Regensammler bauen, aber das ist ja auch nicht notwendig. So. Sehr gut. Ui, er dampft. In die Klimaanlage. Und dann kannst du den abbauen. Wasserflasche, Eisen, Aluminium. Hast du jetzt erst deine Wasserflasche gehabt? Den Pilz, wozu brauchtest du den? Diese komischen Klumpen, ne? Zwei Pilz, ein Wasser, ein Silizium. Und auch das haben wir natürlich. Was war es noch? Ein Aluminium ist übrig geblieben. Und ein Eisen war da noch drin, ne? Gut, diese Klumpen sind also auch keine Herausforderung. Die können wir jederzeit einfach herstellen. Und das Eisen können wir noch aufräumen, dort wo es hingehört. Und dann sind wir durch für heute. Nicht jedoch ohne mal zu schauen, wie es unseren neuen Bäumen geht. Es regnet. Aber auch das gehört dazu. Oh ja, das war ein relativ guter Spot, offensichtlich. Oh, die bilden schöne schirmartige, so ähnlich wie Schirmakazien. Sehen die aus? Es ist aber dunkel. Schau mal eine an. Sind die schon ausgewachsen? 70%. 70% ausgewachsen. Das hat schon wieder was von einem kleinen Wäldchen. Da hat er schön viel gepflanzt. Das sieht schön aus. Jetzt auch noch tonnenweise Material. Und ich dachte gerade Iridium, weil das so rot geschimmert hat. Ja. Lithium haben wir gerade gelernt, können wir ein bisschen was gebrauchen. Titan. Ah, Titan brauchen wir relativ selten. So, jetzt ist es hell. Jetzt wird es langsam hell. Da können wir nochmal hier hingucken gehen. Ja. Sieht schön aus. Gefällt mir.
jetzt wird sie langsam grün. Die Natur mit Bäumen und... Ach, ich bin schon gespannt, wenn die Insekten rauskommen. Nochmal Silizium. Wenn der dann auch noch anfängt, neben der Flora auch noch Fauna zu haben. Schön. Lebt dort noch von Steinbröckelchen. Eisen. So, und jetzt sieh mal zu, dass du nach Hause kommst. Du hast dein Sauerstoffgeld zur Neige. Gut, die können wir eigentlich auch mal sortieren. Fertig. Und die DNA-Sequenz ist auch fertig. Dann nehme ich sie gleich mal mit. Da wissen wir das nächste Mal, wann es mir dann die Elegia. Ja, hier. Ja, hier hat auch ein relativ großes Gebiet mit Bäumen bepflanzt. Na, bis hier hin. Kommen wir näher ran, ne? Das ist sehr dünn. Ich weiß nicht, warum das so mal mehr, mal weniger ist. Hier ist es auch relativ dicht und groß bepflanzt, na, bis hier rum. Und hier auch schön. Wie sieht es hier aus? Bei den Insekten haben wir schon ein halbes Prozent geschafft. Oh, hier geht das langsam. Geht das langsam voran. Unglaublich. Und beim Sauerstoff sind wir jetzt bei fast 6. Und wir brauchen 7,5. Also auch das wird uns noch eine Weile beschäftigen, bis wir den größeren Baumsamenverteiler bekommt. Der hat vielleicht auch einen größeren Radius. Oh, da werden wir dann die alten ersetzen. Das ist halt der Lauf der Dinge. Gut. Dann verabschiede ich mich wieder mit diesem Bild, wo wir alle unsere Werte sehen vom Spielstand. Freue mich auf morgen und bedanke mich fürs Zusehen.